Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Sims 3. Ja, ich habe jetzt das alte Let's Play mehr oder weniger aufgegeben und wollte jetzt das jetzt nochmal neu starten. Wieder mit der Familie Weiß, also eigentlich nur mit einem, also mit dem hier. Und das werden wir jetzt, also diesen Haushalt werden wir jetzt erstmal hier wieder hin platzieren und weiterspielen dann. Also, genau so sieht es aus. So ist es gut. Annehmen. Das passt und da sind wir auch schon wieder hier in unserer kleinen Bruchbude, die auch gar nicht so bruchbudig aussieht. Erstmal Bedürfnisse, sieht alles gut aus. Zufriedenheit auf Lebensseite ist in Ordnung. Genau. Karriere ist Spitzel, Gesetzeshüter 1. Und Fähigkeiten, Logik, aktuelles Fähigkeiten-Level 2. Wir befinden uns in Woche 1, Tag 1. Und damit der gute Igor erstmal seine Fähigkeiten ausbauen kann, wollen wir auch gleich mal ein Buch lesen. Logikband 1, Springer gegen Läufer lesen. Dafür bitte sich jetzt hier hinsetzen und dieses Buch studieren. Und es dauert jetzt bis 3:30 Uhr, bis der Computer wird noch ein bisschen dauern. Aber er wird jetzt erstmal ein bisschen arbeiten hier. Damit er seine Logik ausbauen kann. Denn wir müssen auf Level 3 sein, um aufzusteigen. Und genau das machen wir jetzt hier gerade eben. Und wie wir sehen, sind wir auch schon auf einem ziemlich guten Weg. Und da frage ich mich, was da gerade so drin steht. Irgendeine Vase nur. Ich dachte schon, das wäre irgendwie so eine alte Pommespackung oder so. Etwas säubern, denn unser guter Igor ist ordentlich. Deswegen hat er auch das Verlangen dazu, irgendwelche Sachen einfach mal so zu säubern, zu reinigen, zu putzen. Im Prinzip sind das alles unterschiedliche Wörter für einen einzigen Begriff. So recyceln. Ja, da kann ich gleich machen. Ja. Glückwunsch, Igor hat für die Fähigkeit Logik soeben Level 3 erreicht. Igor kann jetzt Galaxien mit dem Teleskop erforschen. Welche Geheimnisse das Universum bietet in der Tat einige Geheimnisse. Ein Buch über Logik kaufen. Ja, das müssen wir jetzt nämlich auch machen, denn unser Logikbuch reicht uns jetzt nicht mehr. Das können wir nämlich gar nicht mehr lesen. Dafür sind wir nämlich jetzt mittlerweile zu gut geworden. Also legen wir das jetzt hier einfach hin. Die Geschichte von Gran Rubino legen wir jetzt auch erstmal rein. Gucken mal eben. Genau, Kochen Band 1, zu viel Salz. Das wollen wir jetzt auch erstmal schön lesen. Denn Kochfähigkeiten werden auch benötigt. So. Und auch das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern. Und zwar bis 6 Uhr abends. Und da sehen wir schon, dem guten Igor geht es mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Igor möchte Meisterkoch, Küchenprofi und Gourmetkoch werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er viele Stunden am Herd schwitzen und seine Nase häufig in Kochbücher stecken. Doch wer so viele Köstlichkeiten auf den Tisch zaubert, wird niemals einsam sein. Das wollen wir auch stark hoffen, denn ich würde gerne irgendwann auch eine Familie gründen wollen mit dem guten Igor. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Denn erstmal möchte ich hier auch eine gute Menge Kohle scheffeln, um dieses Grundstück hier ein bisschen weiter auszubauen. Wenn wir denn überhaupt hier bleiben werden. Erstmal jetzt schön die Toilette benutzen gehen. Das Buch können wir erstmal wieder zurücklegen. Die Zeitung, die lege ich mal kurz weg. So, schön den Pullermann rausholen und verdorbenes Essen ausräumen gehen. Das machen wir gerne und dann servieren wir mal einen schönen köstlichen Herbstsalat. Und das Ganze kann auch gerne ein bisschen schneller ablaufen. So, und dann können wir jetzt unserem guten Nico auch mal hier mal schön beim Kochen zusehen. Und das Ganze wird ein köstlicher Herbstsalat. Ich sehe eine Paprika, ich sehe eine Aubergine. Ich sehe noch eine Paprika. Radieschen, Gurken. Das
keine Radieschen, sondern irgendwie noch was anderes. Also diese roten Zwiebeln, die sind wirklich überaus köstlich. Rote Zwiebeln am besten schön mit Feta-Käse und, nee, nicht mit Feta, mit Ziegenkäse und mit Honig. Damit könnt ihr super, super, super ein. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Ja, Mann, jetzt fällt mir der Name ernsthaft nicht wieder ein. Uiuiui, das ist jetzt aber peinlich. Ein Flammkuchen, genau, ein Flammkuchen könnt ihr damit zaubern, ist wirklich. Muah. Ich habe noch, glaube ich, selten was Schöneres gegessen als ein Flammkuchen mit Ziegenkäse, Honig und roten Zwiebeln. Ja, das ist unser guter Igor. Wir haben noch Tage bis zur Alterung, 426 Tage. Also, wir können uns hier ordentlich Zeit lassen. Ich habe es dazu bereits aber gerade gemacht. Auf jeden Fall Spaß könnten wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen gebrauchen und ich denke, dass wir uns Spaß morgen früh zuführen werden. Und bis dahin werden wir hier nochmal schön ein bisschen schlafen gehen. Und dafür werde ich jetzt die Zeit auch einfach mal ein bisschen vorspulen. Und naja, jetzt warten wir halt, bis der nächste Tag anbricht. Und mit mehreren Familienmitgliedern wäre das jetzt ein bisschen spannender, denn wenn die vielleicht irgendwie nachts noch lange länger aufbleiben und alles Mögliche machen. Jetzt haben wir leider nur einen. Das heißt, wenn er nachts schläft, dann hier Stille, dann können wir auch nicht wirklich viel machen. Wenn die Zeit, wenn wir irgendwie Kauf- oder Baumodus anschalten, bleibt die Zeit halt stehen. Und das ist ein bisschen schlecht, denn dann haben wir nichts zu tun. Also jetzt gerade haben wir nichts zu tun. Aber auch für solche kurzen Phasen wäre es eigentlich schön, wenn ihr irgendwie einen schönen Kommentar da lassen würdet. Mit einem schönen Themenvorschlag vielleicht. Hier genau in diesen Situationen mal ein bisschen Abwechslung reinbringen können, ein bisschen was bequasseln können, was euch so auf dem Herzen liegt. Denn da gibt es wirklich einige Themen, mit denen man gut arbeiten kann. Wir mal aufstehen. Zum Sommerfest werden wir garantiert nicht gehen, denn in dieser Zeit werden wir noch arbeiten. Also nicht Arbeit im Sinne von Arbeit, sondern Arbeit im Sinne von Garten, von Büchern lesen und allem drum und dran. So, da sind wir auch schon gut ausgeruht und dann wollen wir jetzt erstmal nicht etwas lesen, sondern die Geschichte von Gran Rubino. Die hört sich doch ganz interessant an. Und auch jetzt können wir eigentlich wieder vorspulen. Und jetzt werden wir auch sehen, dass genau hier wird unterhalten. Die Spaßanzeige wird voll. Und wir haben noch ein bisschen Zeit jetzt. Ich glaube, wir werden jetzt nicht so Frühstück essen, denn, ja genau, das können wir dann auf dem Revier erledigen. Was hätte ich eigentlich noch machen sollen? So, dann wollen wir hier die Geschichte erstmal weglegen. Toll, das ist nicht so wichtig jetzt im Moment. Und jetzt geht ja auch hier erstmal schön arbeiten. Da kommt auch schon der Briefträger und bringt uns sehr wahrscheinlich ein paar köstliche Rechnungen. Was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Das habt ihr jetzt nicht einfach in den Briefkasten gestopft hat. Weil ich meine, 46 Euro Simoleons an Rechnung ist auch nicht wirklich viel. Also das ist durchaus vertretbar. So schön auf dem Tisch. Da ist auch schon der Zeitungsjunge. Dann legen wir auch gleich mal die Zeitung hier so rein. So, und dann wollen wir mal ein bisschen härter arbeiten. Denn wir wollten, naja, heute aufsteigen wird wohl nichts. Aber wir sind, denke ich, schon mal auf einem guten Weg dahin. Und morgen werden wir dann auf jeden Fall aufsteigen. Also wir werden morgen auf jeden Fall befördert werden. Und das Allerbeste ist eigentlich, wenn wir hier als Spitzel aufsteigen, die Karriereleiter, bekommen wir auf Level 5, auf Stufe 5, bekommen wir dann die Möglichkeit, ja, 239 Simoleons haben wir verdient, auch schon mal eine gute Sache, geht ja weg hier. Wenn wir aufsteigen, bekommen wir auf Level 5 unseren eigenen Polizeiwagen. Das heißt, wir müssen uns nicht selber ein Auto kaufen. Der Polizeiwagen ist jetzt natürlich nicht der Beste vom Besten. Aber, gute Ansage und
Reicht eigentlich auch für den Anfang. Jetzt gehen wir aber erstmal hier schön duschen. Denn wenn er stinkt, dann wird er. Das hier können wir auch machen. Das wissenschaftliche Institut hält es für durchaus möglich, dass du den Gipfel des logischen Denkens erklimmen kannst. Aber nur, wenn du dich wirklich reinhängst. Falls du schaffst, deine logischen Fähigkeiten um einen Punkt zu verbessern, haben die Wissenschaftler versprochen, dies zu sponsern. Sponsern heißt so viel wie Geld geben, wie du bestimmt weißt. Ziel: verbessere deine Logikfähigkeit um einen Punkt und begib dich wieder zum wissenschaftlichen Institut, um dir etwas Geld zu verdienen. Belohnung: Simoleons. Das ist ziemlich gut und das werden wir auch machen. Aber vorher gehen wir duschen. Mal eben kurz gucken, Gelegenheiten. Gut, steht auch kein Termin drauf, bis wann wir das fertig haben. Also können wir uns da auch ein bisschen Zeit lassen. Aber ich würde empfehlen, dass wir das möglichst zeitnah machen. Denn wenn wir jetzt eine halbe Ewigkeit darauf warten, ist auch nicht so schön. Aber dafür müssten wir, denke ich, in den Park gehen oder sowas, damit wir auch Logik lernen können, ohne uns selber erstmal ein Buch kaufen zu müssen. Denn im Park gibt es ja die Schachtische. Und auf denen können wir das dann einfach so wunderbar machen. Und während der gute Igor sich hier duscht, können wir eigentlich nur. Dann kann ich in der Zwischenzeit noch kurz gucken. Ja, kann ich jetzt leider nicht nachgucken. Ich wollte eigentlich nachschauen, wie viel so dieses neue Buch kosten würde, aber. Das kann ich ja nicht, denn dafür müssten wir erst in die nicht Bibliothek, sondern in die Bücherei laden. Und deswegen können wir das jetzt gerade erstmal nicht machen. Erstmal jetzt hier schön Rechnungen beantworten und all das. Okay, die Rechnungen werden bezahlt. Das ist auch wunderschön. Und ich würde aber vorschlagen, dass wir doch, ich denke, in so ein Buch investieren werden. Das bringt nämlich schon einiges. Und zwar gehen wir dafür hier Bücher kaufen. In der Buchhandlung Fleißiges Bienchen. Interessanter Name. Und vor allem 24 Stunden geöffnet. Also ich kenne hier in meiner Umgebung keinen Buchladen, der 24 Stunden geöffnet hat. Mit der Ausnahme von den Online natürlich. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem schönen Buchladen, wo man im Buchladen selbst durch die Bücher wälzen kann, um zu gucken, ob es das Richtige für einen ist. Ich bin eigentlich dafür, dass man doch noch in Buchläden gehen sollte. Eigentlich ist es auch eine ganz schöne Erfahrung. Der sieht irgendwie komisch aus, dieser irgendwas. Auf jeden Fall Logik, weil das kleine 1x1 kostet. Ordentliche Ecke und Band 3 kostet 750. Also ist schon eine ordentliche Menge. Ich würde vorschlagen, dass wir da auch direkt mal lesen, dass wir uns hier auf die Bank setzen oder gehen, also wahrscheinlich da irgendwo. Mülltonnen tauchen könnten wir auch mal versuchen. Da wir ein Glücksbild sind, wird uns wahrscheinlich auch irgendwas bringen. Bis 1:30 Uhr Mühe ist ein bisschen lang. Ich denke, dass wir jetzt bis 7 hier sitzen werden und lesen. Eine Runde Mülltonnen tauchen und da wieder nach Hause gehen zum Schlafen, um uns fertig zu machen für morgen. Hirsch beobachten, nicht. Dafür jetzt erstmal schöne Runde Mülltonnen tauchen. Was der da gemacht hat, das ist mir auch nicht ganz klar. Lemmy Smith Joe. Auf, die sieht schon ziemlich ranzig aus. Einmal rein da. Natürlich nimmt er die Hygiene ganz extrem ab. Ist ja klar. Die Frau guckt doch schon ganz komisch. Ich ziehe euch mal ein bisschen näher dran. Kann man mich sehr wahrscheinlich ein bisschen besser verstehen. Und wir haben einen Schnurstracksteppich gefunden. Interessant.
dringend. Und ja. Gucken, was wir hier noch so Schönes finden werden. Jetzt sind wir nämlich schon eine ganz ordentliche Zeit hier drin. Kaffeetisch-Deka. Für mich ein bisschen zu altmodisch. Und ich frage mich, wie lange wir jetzt noch in dieser Mülltonne stecken werden. Geschafft. Dem geht es jetzt natürlich richtig schlecht. Vor allem wegen Übelkeit. Ich denke, wir jetzt auch ganz, 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 ganz schnell nach Hause. Bäcker dabei gedacht hat. Jo. Und dann hätten wir auch schon mal ordentlich was geschafft hier jetzt. Und ich hoffe, euch gefällt auch hier dieses neue Sims 3 Let's Play. Jetzt endlich auch in einer guten Auflösung. Zumindest. In einer guten Qualität. Das heißt, mich kann man hören, das Spiel jetzt nicht mehr so laut, wie es vorher war. Und jetzt wird er sehr wahrscheinlich wieder da hinten rumrennen. Genau, bis er dann hier so schön in das Häusle reinkommt. Und jetzt gehen wir auch erstmal schön duschen. Und danach gehen wir schlafen. Genau, so, da, so ist es schön. Jetzt muss er auch erst nochmal brechen gehen. Klar. Schlafen. Also Mülltonnen tauchen eben uns sehr wahrscheinlich dann mal fürs Wochenende auf. Da ist es deutlich besser untergebracht. Schlafen ist vollkommen ausgeruht. 7 Uhr, das ist noch in Ordnung. Ist sogar noch vollkommen in Ordnung. Denn wir müssen mal nicht um 8, nee, um 9 da sein, um 8 Uhr Fahrgemeinschaft. So rum war es. Überwiegend sich haben zu fühlen soll. Sehr hungrig ist er jetzt auch noch, das heißt, er ist jetzt ein bisschen bockig, was ein paar Sachen anbelangt. Aber das ist jetzt auch nicht allzu schlimm. Ja, das ist uns aber relativ egal, denn wir werden zur Arbeit gehen. Ein bisschen Urlaub auch, oder ein bisschen Geld in der Kasse zu haben, ist natürlich auch nicht schlecht. So, und da ist er auch schon fertig ausgeruht. Bett machen, das werden wir jetzt wahrscheinlich machen. Objekt kaufen, Knallkörper eher weniger. Und dann macht er das Bett sogar schon automatisch. So, und jetzt geht es ihm auch wieder ein bisschen besser. Würde ich vorschlagen, dass wir nochmal Reste essen, und zwar Herbstsalat. Das sollte jetzt eigentlich auch ganz fix gehen, denn gleich kommt unsere Fahrgemeinschaft. Die wartet auch nicht Ewigkeiten. Geschirrspülen macht er natürlich auch noch. Bis wir dann eine Geschirrspülmaschine haben, dann geht das Ganze wesentlich schneller. Dann macht man ein Türchen auf, Geschirr rein, Türchen zu, Knöpfchen an und dann läuft das Ganze. Solange wir nicht so spät zur Arbeit kommen, ist ja auch alles in Ordnung. Und da wir heute auch im normalen Betrieb sollten wir es eigentlich schaffen, aufzusteigen in die nächste Stufe. Das hätte uns gefehlt. Gestern gefehlt. Um 35% ist alles heruntergesetzt. Das wäre eigentlich auch was ganz Schönes geworden. Aber wie ihr seht, ist jetzt auch unsere Leistungsanzeige voll. Das heißt, wir können uns jetzt wirklich entspannt zurücklegen und den Tag genießen. Dass wir verkeilt sind, stört uns anscheinend nicht allzu sehr. Da haben wir nämlich auch haben nochmal. Wir hätten Punkte gesammelt, wären wir jetzt nicht angespannt. Das heißt, hätten wir gestern noch ein ordentliches Buch gelesen. Wäre auch das alles vollkommen in Ordnung gewesen. So, wir haben 292 Dollar verdient. Julians, herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Igor hat ihm einen Bonus von 480 Simoleons eingebracht und eine Beförderung. Ist nun Schreibtischhengst. Wundervoll ist.
Auf jeden Fall, jeder einzelne Fall ist mit einer Menge Papierkram verbunden. Der Hauptkommissar verlangt nach frischem Kaffee. Wenn du die Akten stets in Ordnung hältst und dich als Schreibtischakrobat bewährst, gibt dir der Kommissar bald vielleicht sogar einen spannenderen Job. Igor verdient nun 47 Simoleons in der Stunde und arbeitet von 9 Uhr bis 9 Uhr a.m. bis 3 Uhr p.m. Also von 9 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachts. Das ist auch alles durchaus in Ordnung. Das heißt, wir müssen jetzt auch mit unserem Partner, mit ja, Dudley Racket, ein bisschen Konversation treiben, denn auch das ist jetzt ausschlaggebend dafür, ob wir befördert werden oder nicht. Logikfähigkeit werden wir machen. Hufeisenfeld möchte ich nicht kaufen, das Wert von 100 Dollar können wir machen. Ich denke, da werden wir auch schon mal Schönes finden, aber das heben wir uns für die nächste Folge auf, denn jetzt war es das erstmal wieder für die neue erste Folge Let's Play Landwirtschaft. Let's Play die Sims 3 inklusive ein paar Add-ons, die ich auch in der Beschreibung verlinken werde. Also in der Videobeschreibung. Und ich danke euch fürs Zusehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen dalassen würdet. Wenn euch mein Kanal gefallen sollte, dann würde ich es bevorzugen, wenn ihr auch ein Abonnement dalassen würdet. Und vielleicht sogar ein Thema für die nächste Folge, damit wir ein bisschen reden können, während unser guter Igor Weiß ein bisschen Schlaf findet. Und damit tschüss für diese Folge, bis zum nächsten Mal.